So, in diesem Haus dort, da will ich euch heute eine Wohnung zeigen. Und da ist das Meer. Und hier ist der große Migros. Also Einkaufsmöglichkeiten, alles da. Hier ist der Eingang von der Straße. Sieht doch erstmal gut und gepflegt aus. Auch sauber. Ja, die Grünanlage hier am Eingang gefällt mir erstmal. Nicht schlecht. Ja, der Pool ist zurzeit ohne Wasser. Naja, das finde ich ein bisschen schade. Durch Corona, ne, haben viele Wohnanlagen ihre Pools nicht mit Wasser gefüllt. Da Fahrradstände, da noch kleiner Spielplatz und kleiner Ausgang da zur Straße hin. Und hier ist der Hauseingang. Hier auch vernünftig mit Zahlencode-Anlage, dass man nur mit Zahlencode hier reinkommt ins Haus. Hier im Eingangsbereich Sitzplätze zum Warten. Hier ein Aushang für die Neuigkeiten, dass man auch informiert wird. Das typische türkische, ein Spiegel, dass man sich nochmal anschauen kann, dass man auch vernünftig aus dem Haus geht. Und eine vernünftige Briefkastenanlage. Treppenhaus, sauber, also wird regelmäßig gereinigt. Jetzt sind wir raus aus dem Fahrstuhl in der vierten Etage. Und jetzt gehen wir in die Wohnung. Dort ist die Feuertür. So, Schuhe werden ausgezogen. Wohnung Nummer 10. Ah, vorne an gleich ein Garderobenschrank. So, dann gehen wir mal hier ins erste Raum. Erstes Zimmer rein. Das ist mehr so ein hier Aufenthaltszimmer, ne? Wenn man Besuch hat, Fernseher, Klimaanlage. Oh, die sieht gut aus. So. Dann hier die Küche. Ja, ein großer Kühlschrank. Ah, hier mit außen hat hier Anzeige für Temperatur. Indesit, hier sagt mir erstmal nichts. Aber in der Türkei gibt es ja auch viele gute Firmen hier, die nicht aus Deutschland sind. Wie Schweiz, Österreich und so, ne? Gefrierschrank. Alles da. Da ist ein Backofen. Vier Sitzplätze. Den Tisch kann man ausziehen. Gasherd. Finde ich gut. Abzug. Arçelik. Ja, Arçelik ist ja eine türkische Renne. Arçelik Geschirrspüle. Hier die Spüle. Und hier Balkon zur Küche. Aber hier ist ein wirklich großer Balkon. So, hier ein bisschen Landwirtschaft. Und da drüben eine Parkanlage. Also diese Parkanlagen, die bleiben. Ne? Da Parkanlage mit Springbrunnen in der Mitte. Das ist schön. Gut, diese Lückenbebauung, das hat man überall jetzt. Ne? Das ist hier jetzt Wasserhahn und Steckdose. Na, hier drüben, da hat man nicht aufgeräumt. Das ist sonst ein Café. Ne? So auf hier alt. Hier türkisch gemacht. Da muss man noch ein bisschen was tun, aber durch Corona ist bestimmt vieles liegen geblieben. Da mit dem kleinen Spielplatz, wo die Kinder Beschäftigung haben. Da geht es hoch in die Berge.
Und hier geht es runter zum Meer. Ne? Aber so man sieht, das Meer ist nicht weit weg. Es sind keine 5 Minuten, ist man am Strand. Und hier nachher alles Geschäfte. Geschäfte, Geschäfte, Geschäfte. So, hier ist jetzt das große Wohnzimmer. Aber das ist jetzt leer. So, dies mit den hier Oberlichtern. Ne? Die Türscheibe, die muss gemacht werden. Da ist wahrscheinlich beim Auszug was passiert. So, hier ein Bad. Waschmaschine Arçelik. Also Arçelik birgt für Qualität. Ja, schön großer Spiegel. Da ist Abluft. Und hier Durchlauferhitzer. Duschen. So, hier ein kleines Schlafzimmer für Kinder. Also die vorherigen Mieter, die haben das gemocht mit den grellen Farben. Aber wenn man selber mietet, hier, man kann ja die Farbgestaltung machen, so wie man will. Ich finde am besten ist weiß. So, hier das Elternschlafzimmer. Hier Räumlichkeiten für Kleiderschränke noch zum Abstellen. Und hier so. Handylampe an. Also das Bad im Elternschlafzimmer. Abluft. Und Dusche. Ja, ein paar Kleinigkeiten müssen gemacht werden. Da muss man sich mit dem Mieter, also mit dem Vermieter einigen. Ne? Ob man es selber macht oder machen lässt. Handwerker sind ja hier nicht so teuer. Ne? Nee, wenn man das so machen lässt und so, hier kann man sich ja einigen, hier mit dem Vermieter, dass man das nachher von der Miete absieht. Die Unkosten. So, dieses Wohnzimmer hier, das wird noch nachträglich hier ausgerüstet mit Möbeln. Ne? Da kann man sich aber auch einigen mit den hier Vermieter, hier, ob man das vielleicht auch alleine macht. Ansonsten will er 2500 Lira Miete haben. Hier EIDAP nicht eingeschlossen. Und dann will er Kaution 3 Monatsmieten haben. 3 Monatsmieten, gut, da kann man hier, na gut, mit den Monatsmieten will er wahrscheinlich hier die Möbel hier reinbringen. Ne? Da kann man sich mit ihm einigen und sagen, okay, machen wir alleine. Ne? Aber sonst mit der farblichen Gestaltung hier, da will er das Geld nicht reinstecken. Ne? Das soll jeder selber machen. Wenn er meint, er will das machen, will das anders haben, dann soll er sich Handwerker holen und ihr Handwerker machen das dann. Und, aber das kann man organisieren über einen ADEM. Das dürfte nicht das Problem sein. Und was war noch? Achso, die Quadratmeterzahl. Das ist ja hier eine 3+1 Wohnung. Und die hat mit Balkon 175 Quadratmeter. Also der Balkon ist 25 Quadratmeter. So, ich habe nochmal nachgefragt jetzt. EIDAT ist 120 Lira im Monat. Ne? Denkt bei den Preisen immer daran, hier 3+1 Wohnungen sind rar, gibt es nicht allzu viele, ne, und die sind immer schnell weg. Ne, das meiste an Wohnungen, das sind eben die 2+1 und 1+1.
Und als nächster Posten kommen dann diese hier großen Wohnungen, diese 4 plus 1, die jetzt hier oben in den hier Dachgeschossen sind als Duplex-Wohnungen. Ne? Und die haben dann gleich mal über 200 Quadratmeter. Ne? Zwischen 200 und 250 Quadratmeter haben die großen Wohnungen oben. Und diese Zwischengröße hier, die gibt es nicht so viel. Also hätte ich beinahe vergessen, denk dran, die Lira ist im Fallen. Ne? Wir haben jetzt 8,2 den Wechselkurs. Und alles rechnet damit, dass ihr nächstes Jahr, März, April, die Lira bei 1:9 liegt. Ne? Und wenn ich da denke, bei mir da die Wohnung, abgeschlossen Mietvertrag mit 1,5. Und jetzt liegen wir bei 8,2. Ja, angefangen habe ich mit über 200 Euro mit der Miete. Und jetzt bin ich bei 180 Euro die Miete.